Die diplomatischen Bemühungen um eine Konfliktlösung in der Ostukraine sind vorerst ins Stocken geraten. Ein neuer Anlauf für Friedensgespräche war gestern gescheitert. Für die Menschen, die in der Region leben, heißt das, dass es im neuen Jahr erstmal so schlecht weitergeht wie im alten. Der Waffenstillstand steht nur noch auf dem Papier. Es wird gekämpft und gestorben. Und die eisigen Temperaturen jetzt im Winter machen das Leben in dem Konfliktgebiet noch schlimmer. Eindrücke aus der Ostukraine liefert Katrin Eigendorf mit ihrer Reportage. Die alte Dame ist erschreckend gelassen. Kommen Sie, schauen Sie sich unser Haus an. Nur aus Interesse, sagt sie, fast höflich bittend. Das Haus der 86-Jährigen ist unbewohnbar. Aber wo soll sie jetzt hin? Es ist 11 Uhr vormittags, 27 Grad minus, im Petrovski-Rajon, einer Bergarbeitersiedlung bei Donetsk. Die Einwohner berichten von den schlimmsten Kämpfen seit Ausbruch des Krieges, verantwortlich die ukrainische Armee. Mein Gott, wisst ihr etwa nicht, wer das gemacht hat? Das ist das Haus eines Mitglieds der Donetsker Regierung. Das und das. Ihr glaubt doch nicht, dass die ihre eigenen Häuser bombardieren. Das wisst ihr doch selbst. Die Kämpfer waren einmal Bergmänner. Jetzt haben sie sich den prorussischen Separatisten angeschlossen. Sie wollen Donetsk gegen die ukrainische Armee verteidigen. Jetzt, wenn die Häuser kaputt sind, müssen die Menschen in Schutzkellern leben. Diese Siedlung wird ständig getroffen. Immer wenn es Angriffe gibt, dann hier. Mindestens 10 Häuser sind schon zerstört, vielleicht auch mehr. Wer keine Verwandten hat, bei denen er unterkommen kann, landet hier. Eingang zu einem alten Atombunker. Es ist feucht und der Geruch von angebranntem Essen liegt in der Luft. 70 Menschen leben hier auf engstem Raum zusammen, manche schon seit 6 Monaten. Die Kinder haben keine Schule, die Erwachsenen keine Arbeit. Selbst das Weihnachtsfest haben sie hier unten verbracht. Draußen war es so kalt, dass sich niemand vor die Tür getraut hat. Tarana zeigt uns ihren Bereich. Hier lebt sie mit ihrem Mann und 4 Kindern seit einem halben Jahr. Das Essen ist knapp und doch ringen um Normalität. Eine Taube, wo es für einen Hund nicht reicht, aber immerhin ein Haustier, genauso traurig wie die Menschen. Eine Perspektive sehe ich nicht, ein Funken Hoffnung, aber immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf. Mitten in der Wohnsiedlung, Hauptquartier der prorussischen Kämpfer. Essen, Medikamente, Kleidung, es fehlt an allem. Wir Soldaten müssen jetzt die Zivilisten unterstützen. Wir helfen, wo wir können, aber die Situation ist katastrophal. Selbst die Hunde leiden in der eisigen Kälte, Temperaturen, bei denen niemand lange draußen sein möchte. Und so kehren auch die alten Damen zunächst zurück in die Ruine, die einmal ihr Heim war.